Mohamed Morsi erscheint erstmals seit seiner Entmachtung am 3. Juli in der Öffentlichkeit. Das ägyptische Staatsfernsehen zeigt den Auftritt, allerdings nicht live und ohne Originalton, sondern mit dem Kommentar eines Prozessbeobachters. Der mutmaßliche Jubel seiner Unterstützer ist deshalb nicht zu hören. Morsis Siegerpose wird schnell abgeschnitten. Äußerlich scheint der Ex-Präsident unverändert. Im Gegensatz zu den 14 mitangeklagten Spitzenfunktionären der Muslimbrüder trägt Morsi einen Anzug. Vorgeschrieben ist für Untersuchungshäftlinge eigentlich weiße Gefängniskluft. Der vorsitzende Richter beanstandet das. Es kommt zu Tumulten und Handgreiflichkeiten. Der Prozess wird vertagt. Ein Strafverteidiger schildert das Geschehen im Gerichtssaal. Der Präsident betrat den Saal und hat gesagt, dass er den Militärputsch nicht akzeptiert, dass er das Gericht nicht anerkennt und die Rechtmäßigkeit der Anklage ablehnt. Aufruf zum Mord, so lautet der Anklagepunkt. Im Dezember 2012, als Morsi noch Präsident war, gab es blutige Zusammenstöße zwischen seinen Anhängern und seinen Gegnern. Viele Menschen starben. Die Staatsanwaltschaft sagt, Morsi und seine Gefolgsleute hätten die islamistischen Schlägertrupps gesteuert. Seine Verteidiger dagegen verurteilen, wie mit Morsi umgegangen werde. Nicht nur Morsis Anhänger haben Zweifel an der Legitimation seiner Absetzung. Die internationale Gemeinschaft fordert die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze. Darüber hinaus gibt es die Sorge, dass die Armee das Land aufgrund neuer Gewalt wieder in einen Polizeistaat führt. Die Vertagung des Prozesses verschafft dem Land womöglich eine Atempause.